Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Knochenwanst. Und so wie es schaut, kommen wir hier absolut nicht weiter. Oder vielleicht hier rechts lang. Wir müssen mal gucken. Also hier ist auf jeden Fall alles Festland. Das wird nix. Ich hoffe mal, dass hier der Fluss irgendwie noch ein bisschen weitergeht. Und wir dort vorbeikommen, sonst müssen wir das ganze Stück wieder zurück und hier unten lang. Irgendwie sieht das so aus, als würde hier überall Festland kommen. Naja, wir gucken mal. So langsam ist der Wind auf unserer Seite. Er hat sich etwas gedreht, das ist schon mal vorteilhaft. Ich sehe schon bei unserem Glück, so eine Minute bevor wir beim Knochenwanz ankommen, kommt hier so ein Flussmonster aus dem Wasser gesprungen und ruppt uns direkt weg. Aber vielleicht klappt es ja auch mal. Irgendwie sieht das aus, als würde da hinten Land kommen und wir kommen hier nicht durch. Naja. Vielleicht auch nicht. Mal schauen, wir sehen es gleich. Hier sind wieder Sümpfe, da vorne waren wieder die Ebenen, also alles voller Goblins oder Kobolde waren es ja. Was gibt's hier Krasses? Was ist das? Sind das Steine? Sieht schon geil aus. Kann mal wissen, was passiert, wenn man die unten abbaut. Na gut, die fallen da meistens nur so einen Meter runter und stehen weiterhin da. Oh, aber es könnte doch hier durchgehen. Ah, Gott. So Rückenwind muss man echt ein bisschen vorsichtig machen mit der Lenkung, ansonsten ist man doch ganz schnell wieder am Ufer. Wir nähern uns, auf jeden Fall. Wir sind bald da. Ich freue mich sehr. Ich habe zwar echt noch ein bisschen Angst vor dem Kampf. Aber wenn der dann erledigt ist, dann wissen wir eigentlich, dass wir den schwersten Gegner im Spiel besiegt haben. Es kann dann nur noch leichter werden. Okay, hier geht's durch. Wir haben Glück. Ich bin immer wieder erstaunt, wie groß die Welt hier ist. Überlegt, wie lange wir jetzt schon Boot fahren für das Stück und das ist halt die Welt, ne? Wir müssen so viel eigentlich noch entdecken, obwohl ich glaube, dass es, also machbar ist es natürlich schon. Aber jetzt hier im Let's Play selber die komplette Welt aufzudecken, ist glaube ich eine Nummer zu groß und auch eine Nummer zu langweilig. Den Händler aus dem Dunkelwald würde ich halt echt gern noch finden. Finde ich ein bisschen schade, dass das so spät kommt. Also bei uns so spät. Jede Welt wird ja selber also anders gemacht, je nach Seed. Und manche haben halt Glück und finden ihn gleich, manche nicht. Aber ich hoffe doch sehr, dass er nicht irgendwo hier hinten ist, sondern dass das Spiel schon irgendwie so ein bisschen mitgedacht hat, dass es irgendwo in der Nähe des ersten Spawnes ist. So, ey, es sieht echt gut aus. Wir haben geiles Wetter. Wir haben komplett freie Fahrt voraus. Wind ist nicht perfekt, aber es ist noch okay. Und wir kommen bald an. Ich weiß nicht, wie lange werden wir noch brauchen? Ich überlege, aber eigentlich könnten wir hier schon mal so eine Ladung reinfuttern, dass sich unser Leben schon mal etwas erhöht. Vorne kommt gleich. Ne, wir müssen nach links. Ja, da hört's auf. Ja, ich bin echt mal gespannt, was die Kobolde noch angeht in Zukunft. Wir haben ja schon eine Eisenrüstung. Wir konnten zwar blockieren, aber ihr wisst, wie es ist beim Kämpfen. Man schafft es nicht immer, gerade wenn mehrere auf einmal kommen. Ja, wir brauchen eigentlich eine bessere Rüstung, weil ich glaube, so sehr viel mehr als 200 Leben geht, glaube ich, nicht. Irgendwas so um die Drehe von 200 geht mit allen, also mit den besten Lebensmitteln dafür. Wenn man jetzt mal sieht, die hätten 85 Schaden gemacht. Bin mir nicht sicher, ob der blockierte Schaden auch 1 zu 1 das ist, was es uns abgezogen hätte oder ob da nochmal vorher die Rüstung den ganzen Spaß halbiert hätte, keine Ahnung. Aber witzig
wird's auf jeden Fall nicht. So, jetzt sehe ich das erstmal unten mit diesem... Ja, mehr unter dieser... Unter der Karte. Einmal dieses, das Segel. Und darunter nochmal das Ding. Und wenn wir so gucken, wissen wir haben genau Rückenwind. Heißt, jetzt kommt er ein bisschen... Seitlich rechts. Okay, das ist cool. Ich habe immer oben auf den Pfeil geguckt. Ist mir einfach tatsächlich noch nicht so aufgefallen. Mist. Kleinen Umweg gefahren, Entschuldigung. Immer noch nicht ganz, wir müssen weiter rüber. Wir hätten hier eh um diesen, um das Land drumherum fahren müssen. Jetzt passt so langsam wieder. Ja, mal gucken, ob wir den Knochenwanz die Woche noch sehen. Die verwitterten Knochen haben wir auf jeden Fall einstecken. Wir können mal gucken, das Harz kann eigentlich weg. Das können wir hier mit draufpacken. Den Rest brauchen wir leider. Ist die Rüstungsstufe, genau. Sieht es denn jetzt fähigkeitstechnisch eigentlich aus? Schon wieder ganz, ganz mager. Wo haben wir denn Schwerter? 37. Dafür, dass wir mittlerweile bei, keine Ahnung, knapp 80 Folgen sind, ist das ganz schön schlecht. Aber wie viele Tode haben wir denn jetzt hinter uns? Ich glaube 4 oder 5. Der erste Tod, das war gegen den Troll am Anfang. Dann sind wir auf jeden Fall einmal noch im Dungeon gestorben, dann einmal ertrunken. Jetzt letztens wieder ertrunken und jetzt heute nochmal. Auf jeden Fall 5. Vielleicht war es sogar noch irgendwo ein 6. Ich weiß es nicht. Hier vorne soll er sich irgendwo verstecken. Ich würde sagen, wir gehen mal ein kleines bisschen auf Abstand, dass wir nicht gleich mit dem Boot direkt daneben stehen. Sind das jetzt Sümpfe hier? Eigentlich müsste der Knochenwanz ja am Sumpf sein. Dann schauen wir mal, dass wir hier... Ah, was ist das? Das sind extrem viele Skelette und Trogger. Ach du Scheiße. Aber mal echt viele. Gucken wir mal, dass wir hier vorne irgendwo vielleicht anhalten, Anker werfen. Portal hinbauen und dann geht's hier rüber zum Knochigen. So, 126 Leben haben wir, das sieht gut aus. Ausdauerbalken müsste auch ziemlich breit sein. Dann haben wir es endlich geschafft. Das war doch schon ein ganz schönes Stückchen. So, wo kann man denn hier mal halten, ohne dass man direkt überfallen wird? Dunkler Wald zeigt es jetzt an. Eigentlich finde ich es hier ganz schön. Dann machen wir einmal hier Stopp. Du bleibst stehen, ohne Schaden zu kriegen. Naja, ein bisschen. Bleibst du wild? Wir können ja nochmal fix reparieren, nicht dass uns wieder irgendwas... Ah, okay. Wir müssen aber eh eine bauen. Sonst kriegen wir das Portal hier nicht hingestellt. Dürfte ich? Danke. So, gleich nochmal reparieren, nicht dass uns hier wieder die Viecher irgendwas kaputt hauen. Und dann brauchen wir unbedingt ein Portal. Stellen wir mit hier drüben hin und genannt haben wir das, glaube ich, Knochenwahn. Perfekt, ist verbunden. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ganz, ganz schnell zurück. Damit wir uns den Ausgeruht-Skill holen können. Nochmal ein bisschen Inventar. Ach stimmt, warum habe ich denn jetzt das Harz weggeworfen? Na, war ein bisschen doof. Wir wollten ja eh das Inventar hier nochmal etwas leeren. Also dann machen wir das jetzt noch fix. Und dann geht's auf in den Kampf. Ich werfe das jetzt erstmal schnell alles wieder hier rein. Falsche Taste. Jetzt haben wir die richtige. Wir können auch das mal wegwerfen. Das brauchen wir alles nicht. Hier können wir die draufpacken. Der Rest geht weg. So, haut hin. Dann werfen wir uns hier nochmal ganz schnell hier oben hin. Und dann geht's zurück und dann kämpfen wir.
Eigtür-Skill ist eigentlich ganz okay, könnte man mit aktivieren, kommt halt drauf an, wie viel wir hin und her rennen müssen. Aber prinzipiell ist es immer gut, wenn das Rennen nicht so viel Ausdauer verbraucht. Ja, ich bin echt gespannt, ob wir das beim ersten Mal schaffen. Ich hoffe doch sehr. Die Karte irgendwie ganz schön weit rausgefahren oben. So. Und zurück. Ich bin aufgeregt. Aber wir kriegen das schon hin. So, haut alles hin, haut alles hin. Wir müssen hier vorne lang. Ja, nochmal hier schön durch die Sümpfe. Verwitterten Knochen haben wir einstecken, also wir können ihn beschwören. Würde halt ganz gerne vorher mal noch gucken, ob wir denn zwei verschiedene Tränke auf einmal konsumieren können. Drüben ist irgendein Spawner. Da habe ich gerade ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Muggeln uns mal dran vorbei. Oh oh. Ich glaube, da war ein Schlundegel. Ah, in so sumpfigen Gebiet macht es natürlich auch noch viel weniger Bock zu kämpfen, weil andauernd kommt irgendwie Wasser und irgendwelche Baumstämme liegen rum. Man hat halt nicht so die Bewegungsfreiheit wie sonst auf normalen, ja, Festland. Du bist nass. Danke. Wo haben sie den denn versteckt? Angeblich jetzt irgendwo hier. Ja, da hinten brennt was. Ah, geil. Wir müssen natürlich erstmal uns um die Trogger kümmern, ansonsten wird es halt ein bisschen doof. ne? Und der Kobold hat 85 gemacht. Das ist schon heftig. Gut, wir haben den. Leben, alles sieht gut aus. Guck nochmal eben fix drumherum, ob wir irgendwo noch Twerger umlungern. Ach du Scheiße. Was ist das? Ist das ein Kobold? Surtling. Von dem kommen wohl die Kerne oder was? Okay, also sie schießen auf jeden Fall Feuerbälle. Müsste halt nur treffen. Der rennt halt die ganze Zeit blöd hin und her. Jetzt. Also aushalten tun sie nicht viel, aber ich habe das Gefühl, dass so ein Feuerball uns ordentlich den Hoden zusammenziehen wird. Ist das ein Spawner von denen hier oder? Ist halt eigentlich geil, wenn die so eine Kerne verlieren. Halt die Frage. Wird es jetzt nicht über die kaputt machen wollen? Also könnte man ja unendlich viele Kerne farmen, aber ich glaube fast nicht, dass das ein Spawner ist. So, wo sollen wir denn den Knochenwanz jetzt beschwören? Ah, Schlundegel. Ganz schlecht. Oh, was war denn das? Sah aber aus wie eine Schlange. Wir holen die jetzt erstmal mit Pfeilen. Ich dachte mal, das sind so kleine Viecher, aber jetzt sieht es aus wie eine Schlange. So, haben wir das. Ist das da hinten? Geil, ein Totenkopf. Sieht cool aus. So, wie sieht's denn aus? 14 Minuten. Weil das Problem ist, so ein bisschen wieder mitten im Kampf Folgenschluss zu machen, ist kacke. Ich würde den Kampf jetzt mal beginnen. Und wenn ich mich dann in der Folge nicht verabschiede, sondern wir einfach dann Cut machen, wenn die Zeit um ist und nächste Folge dann wieder ohne Begrüßung anfangen, dann ist es halt so. Aber jetzt hier mitten im Kampf erstmal Tschüssi zu sagen, bisschen ungünstig. So, bevor wir den Guten beschwören, kümmern wir uns um die hier noch. Oh, hier ist ein Schlundegel. Scheiße. Oh Gott, und ein Schleim. Ach, es ist echt eine geile Umgebung, um einen Bosskampf zu vollführen. Das kann ich euch sagen. Zum Glück haben wir nochmal ordentlich Pfeile gemacht.
Ach, kommt doch her, ihr Kleinen. Für 2,4 hält schon echt viel aus, ne? Ja, die Ausdauer. Es ist noch einer. Geht doch alle weg. Na gut, vielleicht schaffen wir es ja trotzdem. Dann machen wir hier mit der Folge Schluss, bevor wir überhaupt den Knochenwanz beschwört haben, weil wir uns hier erstmal um die ganzen Viecher kümmern müssen. Hatte ich den Trogger jetzt schon erlegt? Ich glaube nicht, oder? So, das haben wir. Hab ich den schon komplett kaputt geschossen? Wir haben eine Schlundegel-Trophäe bekommen. Runenstein. Siede ihre Überreste. Okay, das ist einfach nur der Tipp mit den verwitterten Knochen, glaube ich. Da hinten hat sich gerade noch was bewegt. Ja, komm, dann machen wir es so. Ich gucke jetzt hier nochmal schnell drumherum, dass wir alles erledigen, was hier noch lebt. Und dann machen wir erstmal Folgenende, auch wenn die Folge dann vielleicht mal 1-2 Minuten kürzer ist. Und dann können wir mit einer neuen Folge starten. In den Kampf. So viele Viecher, wie hier gerade ankommen, kriegen wir vielleicht sogar doch die 20 Minuten voll. Hier 74 Pfeile noch. Will den Ast nicht unbedingt aufheben. Aber jetzt sieht es hier erstmal ruhig aus. Gucken nochmal auf der anderen Seite rum. Aber ich muss sagen, es sieht echt ziemlich cool aus. Kochender Tod. Na, da legen wir uns doch einfach mal rein. Und gehen eine Runde baden. So. Hier sieht es gut aus. Wir gucken nochmal schnell auf der Seite. Dann machen wir erstmal Folgenende. Ja, hier höre ich nämlich schon wieder einen schlundigen Schlund. Oder? Eigentlich klang es gerade stark danach. Die machen ja immer hier so Wasser-Patsch-Geräusche. Ah, seht ihr, Skelette. Alles da. Schaden, da muss man überlegen, so ein Goblin macht das Vierfache. Wir selber machen nur 35, 40. Was haben die für einen heftigen Knüppel? Goblins mit dem großen Knüppel. So, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Ah, ich höre hier noch so einen Schlundi. Aber wo versteckt er sich? Oder sind das einfach allgemeine Geräusche im Sumpf? Rauskommt tut er irgendwie nicht. Nee, sieht nicht danach aus. Also zumindest ist erstmal drumherum. Nee, da ist noch ein Trogger. Komm, den holen wir uns noch und dann haben wir es aber. Ich weiß halt nicht, wie krass sich der Knochenwanz bewegt beim Kampf. Ob wir hier extrem viel ausweichen müssen und wegrennen. Und ich habe dann keinen Bock, hier noch zwei Trogger im Nacken zu haben. Einer würde auch schon reichen. Ah, da ist doch Schlundi. Zwei Schlundis. Ich würde gerne mal wissen, ob die unendlich nachspawnen hier im Wasser. Ob da einfach ein Spawner unterhalb vom Wasser ist oder ob man die wirklich ausrotten kann. Ach, komm schon. Den haben wir. Den treffe ich nicht. Hey, wo bist denn du? Jetzt. So, da haben wir es. Naja, da haben wir die 20 Minuten doch fast voll gekriegt. Es wird natürlich auch noch Nacht. Macht die Sache nicht unbedingt einfacher, aber naja. Wir können es nicht ändern. So, wir stellen uns hier davor, machen für in dieser Folge jetzt erstmal Schluss mit der Folge hier. Und morgen 19 Uhr kämpfen wir endlich gegen den Knochen. Ah! Nein, machen doch noch nicht Schluss. Ach, das ist doch Wahnsinn. Wo kommt denn ihr alle her? Was macht denn er? Er will in den kochenden Tod. Tu's nicht, Schleimling. Ach, genau. Im Moment, wo ich schieße, hier mit so einer Kacke um die Ecke. Ah, sind wir jetzt vergiftet? Ja, jetzt sind wir natürlich vergiftet. Ach, Mann.
Ist die Frage, wie krass sind wir vergiftet? Sollte ich schon so einen Trank trinken? Ich hau ihn jetzt einfach mal rein. Ach, komm schon. Jetzt. Also Gift ist schon heftig, ne? Obwohl wir jetzt Giftwiderstand hatten. Aber trotzdem nicht ohne. So, wir machen jetzt Schluss. Bis morgen 19 Uhr. Danke. Ciao.